Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probiere ich einen alten Bekannten, der nicht ganz so alt ist wie andere, komme ich gleich drauf, ist der Balvini Single Barrel First Fill, 12 Jahre alter, 47,8 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, zu einem Preis von 74,90 Euro im Shopsystem von whisky.de. Von Balvini gibt es diese Abfüllung in dieser neuen, gedrungenen Flasche seit rund, ich glaube, 2 Jahrzehnten mittlerweile. Und es dauerte nicht zu lang, dass nach dem Double Cask, das ist eine Nachreifung mit Ex-Sherry-Fässern, dann auch ein Single Barrel auf dem Markt erschien. Das war wahrscheinlich noch im letzten Jahrtausend, ja, in den 90ern, sagen wir es lockerer. Und dieser Single Cask war... Single Barrel hieß auch damals, war ein 15-Jähriger, der unterschiedliche Flaschenanzahlen und Alkoholstärken zeigte. Dieser hier jetzt kam dann etwas später raus und löste den 15-Jährigen auf die Dauer ab, hat in diesem Fall 47,8 Volumenprozente und stammt aus dem Fass 452 und in diesem Fall die 158. Flasche. Single Barrel bedeutet nicht Fassstärke. Das bedeutet nur, alles aus einem Fass wurde in einer Charge abgefüllt, darf aber durchaus verdünnt sein, in diesem Fall auf 47,8 Volumenprozente, weil nach 12 Jahren Alter ist ein Balvini nicht auf diesem Prozentsatz natürlich runter. Also Fassstärke ist das nicht, bitte zu bemerken. Aber wahrscheinlich hat man das gemacht, um die vielen Single Barrels, die rauskommen, jetzt nicht einzeln mit der Alkoholstärke hier auf dem Etikett zu versehen und so weiter. Es reicht, wenn Sie hier die Nummern eindrucken und hier die Selektionen nach Alkohol, ich will den starken haben oder ich mag lieber schon Trinkstärke und so weiter, hat man dann an der Stelle weggelassen, um dem, ja, dem Konsumenten die Sache hier etwas einfacher zu stricken. Und hier schreiben Sie dazu, diese Flasche ist eine von nicht mehr als 300, die von einem einzelnen Fass gezogen wurden. Also hier unten steht Drawn from a Single Cask, was Fass heißt. Und oben steht Single Barrel, was auch Fass heißt. Aber in diesem Fall sind dann die American Standard Barrels gemeint. Die 208 Liter, umgerechnet aus den Gallonen typischerweise, dann haben. So, sehr dicht, perfekter Korken. Gefällt mir immer wieder. Unglaublich Frucht. Direkt am Korken. Toll. Ups, das war ein bisschen viel. Das werden wir nicht austrinken. Das ist ein bisschen schwierig, weil man hier das starke Licht hat, wo ich auch immer ein bisschen zwinkern muss. Und dann weißes Etikett vor weiß im Hintergrund. Das wird schon hell. Ja, weil ich keine automatische Belichtung habe. Das ist fix eingestellt. So, jetzt riechen wir mal. Ja, reich, voll, komplex. Viel Frucht und die Vanille, ich spüre sie nicht. Nein, das ist das, was man normalerweise von einem First Fill American Standard Barrel erwartet. Viel Vanille, viel Karamell, in diesem Fall jetzt etwas weniger. Eiche, ja, sofort da, auch schon eine leichte würzige Note in der Nase und ein bisschen ist die Trinkstärke von 47,8 Volumenprozenten, die hier ein bisschen hoch ausfällt, schon auch in der Nase zu merken. Ich rieche auch schon ein Stück weit Honig. Ja, cheers. Voll massiv auf der Zunge. Ich traue mich nicht, hier den Whisky länger auf der Zunge zu halten, weil dann dieses Silence of Death im Video, wie es so schön heißt, zustande kommt, wo Sie vor dem Video sitzen. Ich mache hier meine Mundbewegung, Sie hören nichts. Deshalb schlucke ich hier ein Stückchen früher runter, als ich das normalerweise machen würde. Es bleibt eine schöne Würzigkeit im Mund. Früchte und dieser Abgang von Honignote, den habe ich auch. Aber die Vanille und das Karamell finde ich immer noch nicht in dieser Deutlichkeit. Natürlich ist Malzigkeit da, natürlich ist leichte Vanille da. Aber so dominant, wie es jetzt auf dem Etikett hier beschrieben wird, so dominant ist die Vanille an dieser Stelle nicht. Abgang lang, leicht süßlich. Und wenn Sie nun dieses Video etwas später sehen, dann wird diese Flasche
oder dieses Fass, aus dem diese Flasche stammt, dann schon abverkauft sein und es wird das nächste Fass kommen. Und da kann die ganze Sache schon wieder ein gutes Stück anders aussehen, wobei man fairerweise sagen muss, die werden ähnliche Fässer aussuchen oder sie suchen ähnliche Fässer aus, die ähnliche Geschmäcker zeigen. Natürlich gibt es Individualstreuungen, aber es sind First Fill American Ex-Bourbon Fässer, alle 12 Jahre alt, typischerweise in identischen Lagerhäusern liegend, weil man dort die Fässer einfach nacheinander rausnimmt und abfüllt. Und damit sollten die Geschmäcker vergleichbar sein. Wir blenden auf jeden Fall dieses Video zu den nachfolgenden Flaschen an dieser Stelle dann auch mit ein. Mit dem zweiten Schlückchen baut sich jetzt dann die anfänglichen subtilen Gewürze bauen sich jetzt stärker auf. Der Mund ist von Gewürzen erfüllt, dazu eine leichte Öligkeit. Ja, der Alkoholgehalt hier neigt den Whisky zu einer, gibt dem Whisky eine gewisse höhere Viskosität, die im Mund dann schon als Öligkeit ankommt. Ja, schönes Ding. Sie müssen sich klar darüber sein, etwas teurer als andere First Fill Ex-Bourbon Casks. Aber heute zahlt man für Alter, heute zahlt man für Single Cask Abfüllungen und man zahlt natürlich auch für den Namen Balvenie ein kleines Stückchen dann entsprechend mit. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.